Liebe Freunde der gepflegten Strategie, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Let's Play Europa Universalis 3. Ja, diesmal habe ich es nicht vergessen. Ich habe hier ein Darlehen zurückzuzahlen. Und deswegen drucke ich hier ordentlich, ordentlich Geld und nehme mal in Kauf, ja, 0,35 pro Jahr Inflationsanstieg, damit ich aber zumindest nicht neues Darlehen mit höheren Zinsen noch nehmen muss, drucke ich also jetzt mal ein bisschen Geld und akzeptiere Inflation. So, gegen Frankreich haben wir unseren Kriegsgrund verloren, dann haben wir schon wieder dieses Event, dass Pelzjäger uns nicht zur Verfügung stehen. Wir verlieren 25 Dukaten, na gut. Ist jetzt zwar nicht so toll. Okay, hier haben wir 875. Damit müsste die Kolonie dann auch bald soweit sein. Ja, da können wir unseren nächsten Kolonisten hinschicken und das dürfte es dann auch gewesen sein. Madagaskar dürfte dann vollständig kolonisiert sein. So, Algerien ist unabhängig vom Mamelukenreich. Das können wir uns mal kurz angucken. Hier haben wir es. Al-Jazeera. naja, Fernsehen gab es wohl damals noch nicht, aber zumindest hat das Mamelukenreich mal eine kleine Niederlage hinnehmen müssen. Sie werden es verschmerzen, vermute ich. So, Leute, kurz historischer Moment: die Jahrhundertwende, 4. Januar 1600. Aber das ist jetzt nicht so super spannend. Viel wichtiger ist, kriegen wir es hin, dieses komische Darlehen, wann auch immer es fällig wird, abzuzahlen. Selbstgefällige Marine. Unsere Seemannskunst ist derart überlegen, dass sich ehrlich gesagt Selbstgefälligkeit einstellt. Das Volk ist zufrieden damit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das unseren derzeitigen Plänen entspricht. Tja, entweder wir bekommen Kostenmodifikator 7 Jahre lang plus 2,5% oder wir müssen sie ein bisschen aufrütteln. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Aber wir sind sowieso 10 Jahre der Technologie voraus, insofern ist das jetzt nicht so dramatisch. Nö. Wir sagen mal, das ist unser Beste und akzeptieren das. Ermordung Adliger. In diesen Zeiten waren Adelsfamilien ein Bollwerk der Macht. Die Ermordung von Anführern mächtiger Häuser wurde als schwerer Schlag gegen das Schicksal der betroffenen Familie angesehen. Mit dem Emporkommen religiöser Zwistigkeiten nahmen auch die Anschläge auf Führer von Adelsfamilien einer anderen Religion zu. So, entweder sollen sie es untereinander ausmachen, wir verlieren eine Stabilität, oder wir erhalten Plutokratie 1, Kontrolle über die Situation übernehmen. Lasst mich mal kurz gucken, was denn eigentlich hier in meinem Sinne ist. Ja, Plutokratie will ich sowieso perspektivisch. Insofern sehr gut. Wir übernehmen Kontrolle über die Situation. Prima. So, ich bin gespannt, wann nun das Darlehen fertig wird. Ich hoffe, es reicht noch. 1416 haben wir jetzt. Bitte, 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 lasst es klappen. 1500, das müsste jetzt eigentlich hinhauen. Okay, damit ist Beuna nun auch schwedisch. Und wir haben keine Kolonien mehr, kein Kolonialunterhalt. So, wann ist nun endlich dieses Darlehen fällig? Oder sind das immer 2 Jahre bis dahin, wenn der Anzeiger kommt? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir 2100, das reicht locker. Insofern können wir das jetzt mal wieder ein bisschen runterschrauben. Wobei ich mir gerade sage, wir haben
im Moment so eine Art Investitionsprogramm vor in Zeiten des Friedens und der geringeren Ausdehnungsperspektiven. Und daher werde ich mal ein bisschen Inflation zulassen und Geld drucken, damit wir dieses Investitionsprogramm auch richtig hübsch forcieren können. Ja, aber jetzt warte ich trotzdem immer noch darauf, dass so Handelstech ist endlich erhöht. Wir können Post bauen. Ich guck mal kurz, was eigentlich Post ist. Post. Was bringt Post? Nationaler Handelseinkommensmodifikator plus 1. Das ist auch ganz nett. Man muss aber alles andere natürlich ausgebaut haben, ist klar. So. Ich denke, ich werde mal weiter investieren. Ich denke mal, wenn wir so rund 1500 haben, haut das hin mit dem Dukaten. Mit dem Kredit muss ich das echt aufschreiben, habe ich nicht getan. Ich werde weiter. Ich habe mir überlegt, ich habe Fort 2, Level 2 Forts bisher nur an wirklichen Grenzprovinzen. Aber im Fall eines Krieges sind die Küstenprovinzen natürlich auch ganz schnell ja, in Gefahr. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich also ein Küstenbefestigungsprogramm jetzt quasi auflege und systematisch die Forts ausbaue. Beginnen wir mal unten bei Schonen. Und gehen mal die Küste erstmal hier in die Richtung hoch. So, das dürfte erstmal genügen fürs Erste, denke ich. So, der Papst exkommuniziert. Plesgauner, sowas. Also das ist ja jetzt fast schon ein Anschlag auf meinen Bündnispartner. Damit ist der freiwillig für alle katholischen Länder, beziehungsweise alle anderen haben Kriegsgrund gegen Plesgau. Hoi, 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 hoi. Wenn da mal nicht was im Busche ist. Okay, aber ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet. Im Falle eines Falles habe ich doch einiges aufzubieten. Das wird sich zeigen. So, aber das erinnert mich mal wieder daran, dass ich hier noch Liebkind machen wollte beim Hansebund. Ich denke mal, wir bleiben mal gleich darauf. So, der nächste Befehlshaber ist schon so. Okay. 1597 waren es doch. Okay, der ist tot. Ein neues Handelszentrum in Kärnten ist entstanden. Da mischen wir mal mit. Und ansonsten zahlen wir dieses Darlehen endlich zurück. Ja. Gut. Damit sind wir auch die 12 Zinsen los. Und ja, jetzt kriegen wir natürlich ordentlich Geld. Durch meine inflationäre Politik, die ich hier betreibe. Auf Kosten der, tja, der Armen oder der Reichen, das ist immer die Frage. Auf wessen Kosten eigentlich Inflation geht. Am Ende auch auf meine Kosten, weil natürlich alles teurer wird, was man so hübsches bauen kann. Auch Forst, die ich ja nun gerade baue. Aber gut, so. Produktionseffizienz hat sich erhöht, das ist auch hübsch. Und ein Minnesänger ist unterwegs, kürzlich überquerte ein berühmter Barde unsere Grenze. Seine Absicht ist es, durch unser Land zu streifen und alle zu erfreuen, die ihm zuhören. Allerdings sagen einige, dass nur eure Ohren für diese wundervolle Musik geeignet sind. So, entweder er soll gehen, kriegen wir plus 1 Stabilität, oder wir bringen ihn in den Hof. Ja, bringt mir beides nichts. Was ich mich eigentlich schon mal gefragt habe, wenn ich jetzt plus 1 Stabilität wähle, ob sich das hier quasi so ausfüllt? Nö, tut's nicht. Naja, ist egal, wir wollten eh keinen.
Level 4 Künstler am Hof haben. Ein Händler ist schiffbrüchig, ein Händler ist auf See verloren gegangen, während er in einem Küstenhandelszentrum gehandelt hat. Er hat all seine Güter mit ihm auf den Meeresgrund genommen. Wir verlieren Händler in Rom und außerdem noch 25 Dukaten. Ja, das ist in der Tat schade, aber gut, was soll man machen? Okay, Litauen annektiert Byzanz. Byzanz war hier unten irgendwo, ja, hier. Damit ist Byzanz dann auch erledigt. Da gab es noch einen kleinen Fitzel, aber das war einmal. Persien annektiert Irak. Können wir uns auch mal angucken. Ja, Persien wird riesig. Allerdings für uns noch weitestgehend verdeckt. Und wir scheffeln Geld und wir scheffeln Geld. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. So, ich habe hier 5 Magistrate. Das ist für mich das Signal, weiterzubauen. Und wieder ein Fort 2 an der Küste. Und das nächste Fort 2. Tja, dass hier oben natürlich irgendwelche Invasoren kommen, ist eher unwahrscheinlich, aber ich gehe jetzt mal einfach ganz. Nee, ach, das ist Quatsch. Das mache ich nicht. Insofern wird Smallland jetzt an der Reihe. Ja, wie viel Geld haben wir? 603, okay. Dann will ich nochmal schnell gucken, wie es jetzt mit meinen Schiffen aussieht. Oh, wir können 82 jetzt schon unterstützen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Das heißt, ich werde mal wieder die Gelegenheit nutzen. Schiffbaugeschwindigkeit. Die Karte, naja, so wichtig ist nicht. Aber ich will die Gelegenheit nutzen, um wieder Schiffe zu bauen. Bei manchen ist es billiger, wo ich entsprechend schon so die Voraussetzung geschaffen habe. 4 habe ich jetzt. Das ist nicht billiger, da auch nicht. Hier ist es noch billiger, 5. Ja, der Rest ist egal. 6. 7. Ich werde wieder 8 bauen. Und gleichzeitig wieder 4 alte Schiffe außer Dienst stellen. Und zwar die Karacken. 1, 2, 3. So, ja, das nennt man Modernisierung. Nicht wahr? So, Vietnam ist Verteidiger des Glaubens. Ja, fragt sich, welchen Glaubens? Oh, ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unseren Navigator verloren haben, unseren Level 6 Navigator. Ich will jetzt mal spaßenshalber gucken. Ja, ist ganz lustig. So wie es jetzt ist, könnten wir jetzt also hier nicht mehr Madagaskar kolonisieren. Das ist schon krass. Ich sehe übrigens, hier ist gerade eine hübsche Revolte vonstatten. Ja, insofern, auch wenn ich jetzt gar nicht so groß weitermache, werde ich mir trotzdem einen Navigator, glaube ich, holen. Weil tendenziell. Tja, oder ist das wirklich. Nee, eigentlich ist das jetzt Quatsch. Eigentlich ist das jetzt Quatsch. Oh, was gibt es hier Neues? Barockmusik fördern. Jährliche Kulturtradition plus 5. Voraussetzung ist eine Kunstakademie. Muss man haben. Ja, das ist ja auch nett.
Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, ob ich einen Navigator mir neu hole oder nicht, obwohl ich sowieso jetzt gerade nicht groß am Kolonisieren bin. Leute, ich glaube, ich hole mir erstmal keinen und denke lieber noch mal darüber nach. Nein, ich warte, bis ich 5 Magistrate habe. Da ist Ende des religiösen Chaos. Das interessiert mich. Ja, die sind also komplett reformiert. Der Hansbund. Oh, sehr schön. 125 haben wir da. Ups, was sind hier? Die Bayern in Brandenburg? Läuft da ein großer Krieg? Ja. Ein Krieg mit Böhmen, Albanien, Bayern und Thüringen. Na gut, aber mit vielen, vielen Verbündeten. Also ich vermute mal. Obwohl, also Brandenburg ist scheinbar hier ziemlich unter Beschuss. Böhmen hat hier 23.000. Das ist interessant. Sollte man vielleicht beachten. Der weiteren Planung. Ich gucke mal hier, was passiert. Bündnis ist immer noch unwahrscheinlich. Na, ich schenke die noch mal ein bisschen. Familiengeheimnis. Das erste Mal übersieht ihr es einfach, aber als es ein zweites und drittes Mal passiert, werdet ihr stutzig. Warum lachen die Leute über euch, wenn sie denken, dass ihr sie nicht hören könnt? Nachdem ihr euch erkundigt habt, erfahrt ihr es endlich vom Hausmädchen. Es scheint, dass euer Thronfolger in der ganzen Stadt auf höchst unchristliche Art herumgelaufen ist. Nun winkt euer Familie in ganz Europa Spott und Hohn. Entweder wir bestrafen ihn öffentlich, verlieren 5 Prestige, oder beansprucht Thronfolge minus 20. Tja, das heißt, sein Anspruch sinkt, was dann Auswirkungen auf die Legitimität hat, was ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch finde. Insofern, Gott, soll doch sein Anspruch sinken. Der ist ja auch schon 28, wer weiß, ob der überhaupt jemals König wird. Ja, ist immer noch stark. Ja, da hat er nachher eine Legitimität von 80, wenn er kommt. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. So, liebe Freunde, ich glaube, unsere Schiffchen sind auch wieder fertig geworden. Und wir können sie in den Hafen holen. Hier sind ja immer Meere. Ne, hier habe ich gar keine. Ach, die bauen dort noch. Ja, alles klar. Sie sind noch nicht überall fertig. Jetzt aber. Da auch. Da auch. Da auch. Und damit müsste ich sie eigentlich alle eingesammelt haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, und 50 Schiffe. Eine doch schon ganz ansehnliche Flotte mit insgesamt 82. Gut. Okay, Danzig ist auch erfolgreich konvertiert. Jetzt bleiben uns nur noch 5. Diese 5 netten Kolonien. Und dann ist unser Land einig in der Religion. Handelsausweitung. Unsere Freihandelspolitik ermöglicht unseren Händlern die Ausweitung unseres Handels. Ja, prima. In Andalusien gewinnen wir einen Händler. Sehr schön. Hervorragend. Oh, da haben wir jetzt ein Monopol. Na gut, das wird nicht lange halten. Aber es ist trotzdem nett. Ach so, und immer noch bin ich scharf auf den Hansebund. Immer noch ist das Bündnis sehr unwahrscheinlich.
Okay, liebe Freunde, an dieser Stelle werde ich Schluss machen. Ich muss mich ja fast schon entschuldigen, dass ich jetzt seit, keine Ahnung, wie viele Folgen, 3, 4, 5 Folgen ohne Krieg bin. Aber ich habe ehrlich gesagt natürlich jetzt auch keine Lust, nur weil andere zuschauen hier, wer weiß, wie doll, in den Krieg zu ziehen. Im Moment passt mir das wirklich gar nicht so schlecht, die Situation, weil doch einiges nachzuholen ist. Und ich glaube, aus dieser Phase komme ich stärker hervor. Und bin dann langfristig dann doch wieder handlungsfähiger. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Freue mich über Feedback, über Daumen hoch oder runter. Wenn runter, dann gerne auch mit Kommentar, warum. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Steinwallen.